50% auf beispielsweise Lego Star Wars, ist das nur Glück oder steckt da tatsächlich ein System dahinter? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Gerade gibt es wieder richtig coole Lego-Angebote, unter anderem 50% auf Lego Star Wars, Lego Ninjago, Lego Minecraft, richtig coole Sets mit dabei. Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob es das wirklich bundesweit gibt oder ob es da in einzelnen Läden Unterschiede gibt. Das habe ich euch ja schon hier bei mir im Umkreis gezeigt, dass es wirklich da nicht immer die gleichen Angebote überall gibt. Ich war heute nochmal in einer größeren Stadt einkaufen bzw. hatte da einen Termin und habe mir dann nochmal den Spaß gemacht, dass ich da auch nochmal in die Spielzeugabteilungen der Supermärkte gehe. Speziell einen Laden habe ich mir da herausgepickt, den es bei mir hier öfters gibt und ja, wo ich einfach schon richtig gute Lego-Angebote gefunden habe und habe mal bei einem größeren Stadt habe ich das Ganze mal nachgetestet, ob es da wirklich auch so wie bei mir hier richtig gute Lego-Angebote gibt. Jetzt gibt es gleich auf jeden Fall die Bilder, danach im Anschluss wird das Ganze noch besprochen. Das Ganze ist ohne Ton, da Hintergrundmusik abgespielt wird, aber gleich gibt es mich wieder mit holen zur Besprechung. So, also dann, ihr habt es gesehen und ja, ich muss zum ersten Mal was loswerden. Aus dem Einzelhandel werde ich tatsächlich nicht schlau. Also ihr habt es jetzt da gesehen, es waren wirklich leere Regale und ich kann es verstehen, wenn man dann Artikel für 50% raushaut, wenn die Regale voll sind. Da habe ich vollstes Verständnis dafür, weil neue Ware muss natürlich dann auch wieder in den Regalen präsentiert werden. Aber wenn es leere Regale irgendwo gibt, warum sollte man da Ware reduzieren, wenn man sowieso Verstauungsmöglichkeiten dann sozusagen hat, also dass man neue Ware dann in die Regale bekommt. Erschließt sich mir nicht. Also der Einzelhandel ist irgendwo auch selber schuld im Vergleich zum Onlinehandel. Haben sie ja sowieso Nachteile und spielen ihre Vorteile meiner Meinung nach nicht genug aus. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie dann ja die 50% Angebote deshalb machen, dass sie vielleicht Kunden in den Laden locken wollen und ja, dass die noch andere Artikel natürlich noch einkaufen, dass sie ein positives Gefühl beim Einkaufen haben, dass sie da jetzt ein Schnäppchen gemacht haben, woanders dann vielleicht mehr Geld ausgeben. Aber ja, das ist wirklich das Einzige, was sich mir jetzt irgendwie logisch erschließt, warum das manche Sets da rabattiert sind und andere dann wieder nicht. Bei Lego Star Wars verstehe ich es da, dass die nicht rabattiert sind. Ich habe ja tatsächlich etwas gefunden, wo es rabattiert war. 50% auf Lego Star Wars, ein absoluter Traum, konnte ich wirklich sehr gut für mein Armee-Building machen. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist hier Lego Luigi oder auch Lego Super Mario. Die Reihen verkaufen sich ja nicht wirklich gut und da habe ich auch schon hier diese Sets für 15 Euro, habe ich die schon gesehen. Also die Starter-Sets kosten ja normalerweise 60 Euro. Gab es jetzt auch hier wieder in dem Beispiel von dem Video, gab es das Ganze zur UVP. Ich habe auch die ganzen 4 Plus-Sets, zum Beispiel Lego Star Wars, das überteuerte Lego Star Wars-Set für 43 Euro, glaube ich, UVP, was ja wirklich viel zu viel ist. Und auch andere 4 Plus-Sets, die ich preislich zu teuer finde, von Lego City, konntet ihr auch jetzt hier im Video sehen. Die habe ich auch schon wirklich sehr günstig bekommen. Also ein Beispiel von Lego City habe ich das Ganze für 8 Euro hinterhergeschmissen bekommen. Also normalerweise UVP, glaube ich, irgendwas um die 34 Euro.
Und ja, ich habe von dem ganzen Ding noch kein wirkliches System erkennen können. Es ist wirklich tatsächlich nur Glück. Ich war jetzt wirklich in verschiedenen Filialen vom gleichen Warenhaus oder vom gleichen Supermarkt und da gab es wirklich immer unterschiedliche Angebote. Also überall gab es wirklich das 50% Angebot. Das hat tatsächlich gestimmt, aber dass man jetzt genau sagen kann, jetzt hier Lego Star Wars, das Clone Trooper Battle Pack, das gibt es wirklich jetzt hier 50% rabattiert. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Deswegen kann ich es auch nicht in meinen Videos sagen. Also ich kann euch jetzt nicht in den Laden XY schicken und ja, da sagen, ja, das gibt es das Ganze für 50% rabattiert. Wenn ihr dann da seid, seid ihr letzten Endes enttäuscht, weil es da nicht bei euch rabattiert ist. Und ja, meiner Meinung nach gibt es da wirklich keine Logik. Wenn ich da tatsächlich mal eine Logik drin finde, dann werde ich euch das natürlich sagen, wenn es da ein System gibt, wie und wann die Sets rabattiert werden. Aber bis jetzt habe ich da tatsächlich noch nichts gefunden, was ich euch weitergeben kann. Aber ich werde euch natürlich immer auf gute Preise hinweisen. Und ja, da könnt ihr natürlich bei euch immer schauen. Bei mir ist es wirklich auch so. Ich finde die guten Rabatte wirklich nur, weil ich ganz oft in Spielzeugabteilungen bin. Also ich investiere da auch wirklich sehr viel Zeit, gehe ganz oft in Spielzeugabteilungen. Zu 90% kann ich euch tatsächlich sagen, finde ich auch wirklich keine guten Rabatte. Da finde ich das ganz normal rabattierte Zeug für 20%, für 10%, was auch immer. Und es ist einfach auch eine Menge Fleißarbeit mit dabei. Ich fahre auch ganz oft in Spielzeuggeschäfte und finde nichts. Und ja, dann hat man einfach mal wieder Glück. Aber das ist in Anführungszeichen das Glück des Tüchtigen. Also man kann natürlich auch seinem Glück auf die Sprünge helfen. Wenn man in ganz viele Geschäfte geht, dann hat man natürlich viel größere Chancen, etwas mitzunehmen, was preislich rabattiert ist, als wenn man natürlich immer nur in ein Geschäft geht und ja, darauf hofft, dass irgendwann mal etwas rabattiert ist. Also den Tipp kann ich euch einfach geben. Ja, wenn ihr die Zeit habt und wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, dann macht das. Manchmal findet man was Gutes, aber die meiste Zeit ist tatsächlich, man muss es wirklich so sagen, verschwendet. Ich habe auch wirklich schon sehr viel Zeit verschwendet. Dafür auch wirklich dann manchmal das Glück, dass man wirklich coole Sachen bekommt, dass man die zu einem günstigen Preis bekommt, aber das hat man sich dann meiner Meinung nach auch wirklich verdient, wenn man dann immer seine Zeit sozusagen opfert, um da immer in die Spielzeugabteilungen zu gehen und da nach Rabatten schaut. So viele Tipps kann ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt geben. Falls ich irgendwas herausfinde, wie das Ganze rabattiert ist und nach welchem System, dann werde ich euch natürlich hier wieder bei meinen Videos auf dem Laufenden halten. Für dieses Video sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!